Wie kommen hier Autos runter? Achso. Wie kommen die Autos von der Lösung? Immer muss ich sagen, die Pflanzen. Wahrscheinlich. Swat sieht mega geil aus. Trotz der Gefahr. Aber nur ein bisschen. Jetzt links. Sind wir auch schon verpickelt. Öffnen Metallkiste, dann bekommen wir Metro-Ticket, elektrische Leiter, Schachtel und Sensor. Also die ganzen Schachteln Zigaretten, ne? Wenn die alle hier voll sind, dann hätte ich die. Telefon ist weg. Lauf, Forrest, lauf! Oh! Ich hätte ja auch so mit einem Baseballschläger oder gar eine Waffe. Danke. What the fuck? Sie wird aber gerade live fight. What the fuck? Feuerleid. Sie immer so Nagelbretter dabei haben. Und vor allem haben die meisten mit Nagelbrettern so gesplittet gemacht. Ja. So, die gibt es doch bestimmt viele. Gule, schalala. Gule, schalala. Die ja auch mal stehen. Na, immerhin nicht so wie in Fallout 3, 4 mal nicht. Wo die einfach so. Du denkst, die liegen schon tot auf dem Boden und dann stehen die ja so. Ernsthaft? Ja, so. Okay, aber hier kann man tatsächlich Gas nur mit Laser benutzen. In Fallout 4 ist es tatsächlich so mit egal was. Das Witzige ist, in Fallout 4 habe ich letztes Mal eine Mini-Atombombe direkt auf den Kopf bekommen. So. Was? Nee, sorry, ich habe gerade nur halb zugehört. Ja, hab ich gemacht. Ja, weil ich hier gerade nur was gelesen habe. Letztes Mal bei Fallout 4 habe ich nur, Mini-Atombombe. Okay. Direkt auf meinen Kopf geschossen. Lol. Wie viel Schaden? Komplett tot dann, oder? Klar. Kopf ist. Ja. Und ich bin dann. Beim Mini-Atombombe, ne? Weißt du, was die im Krater. Ja. Das ist eine Metallkiste. Hallo? Lebt hier noch jemand? Oh, ja! Das ist noch eine Metallkiste. Okay. Überall diese Metro-Tickets. Ja, wenn du mal Metro bist, ist es ja auch kein Wunder. Ja, okay. Gar nicht so. Thank you for using Metro and Services. Ja, weil wir wollen jetzt mal Hauptstory machen. Hier sind wir jetzt endlich. Bist du wirklich, ja? Ja. Okay.
Chevy Chase noch. Ja. Du willst mal auf die Karte schauen? Ich will nur noch getroffen. Ja, siehst du? Ich bin schon wieder einmal komplett. Guck mal, da waren wir so gerade. Ach, nee. Nicht nach rechts. Nein! Nicht nach rechts. Ich hasse Minen! Du schaust auch nie da rein! Beziehungsweise nie dahinter. Was war das? Achso. Ich glaube, du schießt dir jetzt nicht mit seinem Hintern. Jetzt. Was mir. Oder eine Straßenkammer schnell, aber die sehen auch echt gut aus. Hope Story! Ich finde darauf ja wie ein Affe auf dem Schleifstand außen. Und du? Ja, also, wenn das Ding jetzt in echt gebaut wäre. Ja. Und ich mich darauf setzen würde. Ja. Würde ich aussehen wie ein Affe auf dem Schleifstand. Das heißt, das ist der Schleifstand und du bist der Affe oder wie? Ja. Alles klar. Nein, also, das sieht einfach nur scheiße aus. Das wollte ich damit sagen. Guck mal, da können wir sogar was entdecken. Das ist millimetrisch. Ich geh da auch nicht ran. Ach, nur mal. Machen wir so eine Special-Folge. Oder wir machen es jetzt mal im Livestream. Wenn ihr das mal vielleicht sehen wollt, dann machen wir es jetzt mal im Livestream zu vorgebaut. Ich hasse jetzt, dass man nicht sprinten kann. Aber das hat immer keinen Vorteil. Das hat auch nur manchmal einen Vorteil, das weiß ich. Das Sprinten? Ja. Ich werde jetzt schon wieder. Deswegen. Super Mutant. Der kommt an, geht ran. So, jetzt mal. Nummer 3? Alles klar! Ja. Die begleiten uns jetzt. Ja, wieso begleiten die uns jetzt? Weil wir jetzt hier wissen, wer wir sind. Wir sollen die wissen, wer wir sind. Ne, warum soll ich auch warten? Ja, wird dann gesagt, von wegen, wir sind ein Held, wir haben das und das. Deswegen geben uns die Leute auch in Megaton die Sachen. Ja, das habe ich mir ja schon gedacht, beziehungsweise das kann man sich dann zusammenreimen. Und Hauptsache das Klo ist noch da. Ja. Und das Bett. Und das Waschbecken. Ja, ja, das Klo, das ist ja das Witzige. Ja. Hören Sie, hi. Ich weiß nicht, wer Sie sind, aber Sie gehören nicht hierher. Komm, die Supermutanten haben unsere Brüder im Galaxy News Radio Gebäude überrannt. Wir sind auf dem Weg dorthin, um Ihnen zu helfen. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Aber bleiben Sie in Deckung und machen Sie keine Dummheiten. Moment, mit wem zum Teufel habe ich es jetzt? Ich bin Wächterin Lyons von der Lyons Pride, von der stählernen Bruderschaft. Keine Sorge, wir sind auf ihrer Seite. Zumindest hoffe ich das. Sind also neue Rekruten geboren? Wie habe ich es gleich? Nein, wir suchen keinen neuen. Wir haben sowieso schon zu viele örtliche Rekruten. Die meisten sind schlecht ausgebildet und ballern schneller los, als sie sollten. Unser Neuling Redin ist ein Paradebeispiel. Mit wem hab ich's gleich wieder zu tun? Nee, mach mal das mit Rachel. Momentan gibt es in den Ruinen nicht viele sichere Orte. Aber das Galaxy News Radio Gebäude ist sowas wie unser Hafen im Sturm. Leider wurde das Gebäude in letzter Zeit stark beschädigt. Wir sorgen für die Sicherheit. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, müssen wir aber mal los. Okay. Vorsicht da draußen. Warum Vorsicht da draußen? Ich gehe mit. Warte mal, gerade dieser neue Ding. Einfach mal looten. Was ist denn jetzt? So, jetzt der gerade gestanden. Ich bestehe ihn. Alles ruhig, Wächterin. Halt. Wir müssen jetzt gut. Oh, scheiße. Haha.
Ja, das Miese ist. Ich bin nicht möglich, warum? Was? Jennings zum Ausfluss. Training? Was sind für ein Training? Jennings? Ein neuer Rekrut. Das ist nur ein Streuner, den wir aufgegabelt haben. Der drüben auf der 42. dem Haufen Biester begegnet ist. Genau. Willkommen. Danke. Okay, das Übliche. Redden tut einfach genau das, was Paladin Vargas sagt und hält sonst ihren Mund. Jawohl. Jawohl. Finde ich so. Ja, das ist ein bisschen okay. Willkommen. Meine Brüder sind vielleicht grob, aber... Wie in Minecraft. Oh, Holzhammer, Alter. Ich eher das Gewehr besitzt. Das ist schon Gewehr. Das ist Galaxy News Radio. Und ich. Das ist. Du meinst also, ich soll. Sturmgewehr, oder? Ja, mittlerweile haben wir dafür ja die Munition. Theoretisch könnten wir aber durch die Mine schicken. Das andere ist besser. Wo sind die jetzt hin? Achso, da. Ich hab schon alle. Wo sind die da? Guten. Zu den Waffen, Bruder! Ja, zu den Waffen! Feuern Sie jetzt auf dieses Ziel! Nein! Ach doch, wir haben. LOL, fällt einer von oben nach oben. Ja, dann wollen wir mal schaffen. Sehr geil aus. Das ist ein Stückchen südlich von uns. Vorne ist unser Speer. Vargas und Redden sind das Gebäude. Ja, aber die haben doch auch gesagt, die wollen jetzt nach Galaxy News Radio oder wie ich das verhöre. Ja, wir looten. Und wir bluten. Auf den Arsch. Nein. Okay. Wer aus dem Arsch blutet, der hat ein Tampon genommen. Wir looten. Looten. Für die Leidenschaft. Und dieser scheiß Supermutanten. Für die Tampons. Was? Die Tampons. Die Tampons. Der ist bewusstlos. Ja, die kann man wieder aufbauen. Ja? Ja. Man muss nur finden, wo die hingekriegt sind. Hier wollen wir noch was zu looten. Erfüllt, Galaxy. Three Dog nach Papa fragen. Three Dog. Three Dog. Jo, ich bin der Dreierhund. Ey, Dreierhund. Galaxy News Radio mit Three Dog am Mikro. Dem Herrn und Gebieter über das ganze GNR. Das ist gut. Alles klar. Sweden, scheiße. Bin ich das richtig, was ist das Jamaikaner? Jamaikaner? Oh, Jamaikaner, la baza, da la 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 la. Oh, Jamaika kommt richtig geile Mutter auf jeden Fall. Mit dieser komischen Trommel da. Reggae und so. Ja, genau. Weiß nicht, wie das heißt. Ja, ich komme jetzt per Onlyg auf den Musikstil, aber wir sprechen eine Sprache. Lass alles. Fuck! Was ist das? Das willst du nicht wissen. Ja, was, nein. Ist das? Was ist das? Also storymäßig ist das, was ich erwähne. Oh! What the fuck? Das war nur eine Mini-Atombombe. Ich muss alle die Berge. Scheiße! Alter, wie viel zieht der ab? Ja, guck dir seine Keule doch mal an. Junge, Junge. Wenn da jetzt nichts Gutes da ist. Okay, Alter, wir haben einiges. Wach mal Lions auf. Wach mal Lions auf. Was ist hier? Sie.
tut mir leid. Oh. Was dagegen? Ja, ich hab doch gesagt, sie! Was ist dein Problem? Was ist denn hier dein Problem? Lala. Lag nicht richtig. Was? Sobald das verkrüppelt ist und du was einen Stimpack nimmst, ist es nicht. So, aber ich weiß, dass man. Irgendwer ist gestorben. Wo sind die? Oh. Und machen. Nimm mit. Na los. Schauen wir nach, ob es in diesem Drecksloch was zu trinken gibt. Okay. Also, wir sind jetzt. Sieht so aus, als wäre die Luft rein. Ich öffne die äußeren Türen. Ist das wieder? Keine Ahnung. Das hast du schon mal gespielt. Und trotzdem kann ich die Stimme nicht zugreifen. Wird jetzt nochmal geschossen? Nö. Gut, dann mal geht's Story. Ja, aber weißt du, looten, ne? Ja, aber erstmal. Weil hier kannst du viel Munition. Erstmal wird zugespeichert, aber ich glaube nochmal so schnell. Because it's nötig. Warte, ich hab ihn. Wer ist das? Willkommen in der GNA. Schön, Sie kennenzulernen. Ich bin Ritter Dillon. Wenn Sie irgendwas brauchen, stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. Wofür ist dieses Gebäude? Sie haben einen Pip-Boy. Stellen Sie ihn auf Galaxy News Radio ein. Das ist der einzige Sender im Ödland, der die Dinge beim Namen nennt. Ich muss das wieder sprechen. Sie können gleich hochgehen. Er erwartet Sie schon. Er erwartet mich schon, oder? Wenn Sie sich. Wer ist das denn? Ritter Finley zu Ihren Diensten. Was kann ich für Sie tun? Das ist gut. Das ist Galaxy News Radio. Sie sagen eigentlich immer was. Freie Stimme des Volkes des Ödes. Das hat so ich sagte ja auch fast. Dafür sorgt die stählende Bruderschaft. Three Dog ist oben. Guck mal, das heißt. Guck mal, man kann jetzt schon zusammenfassen. Und Hauptsache, er latscht mit einer Rakete. Dillion, im Gegensatz. Mehr eingeweiht ist. Oh. Ja. Also so was hört man heraus. Ja, willst du da nicht hingehen? Lukten, also hallo, runter! Was runter? Da ist nichts mehr! Wo soll hier denn noch was sein? Nein, du nimmst nein, nicht den nein! Was? Sag! Guck mal hoch. Ja. Ja, guck da mal in die Ecken. Da gibt's noch Muni. Also hier nur irgendwo was ist. Links. Erstmal gehe ich hier. Da geht's auch nicht. Ich glaube, da geht's wieder was. Chevy Chase, ja. Ja, aber da muss man alle Wege abpassen. Obwohl, auf dem Balkon könnte es auch noch nicht zugehen. Das heißt, ich soll dann doch eher. Ja, komm. Du kannst ja nachgucken. Hey, Munition ist immer gut. Moment haben wir aber viel, das wird dann schon. Ne? Ja, mittlerweile haben wir viel gesammelt, ja. Es gibt ja nie genügend, ne? Du kannst doch nicht. Nee, okay. Da ist zum Beispiel ein Toter. Das wird den Jungs in Lost Hills was geben, an dem sie ein Weilchen zu knabbern haben. Ja. Nimm die Marke auch mit. Auch nochmal? Ja. Okay. Was kann man tun? Tut mir leid, ich schieb gerade Wache. Okay, okay. Das war's dann noch. LOL! Hast du gerade den Glitch gesehen? Ja. LOL! Das ist sogar voll der Glitch. Ich würde den gerade voll schießen, weil der so wenig Leben hat. Ja, aber dann kommen alle anderen Minigun raus. So wie in Megatron, wenn man da irgendein ist. Und ich sage, der eine hat eine Minigun, der andere hat eine Minigun, der andere hat einen Raketenwerfer und so weiter und so fort. Etc., etc., etc. Jetzt guckst du dann nochmal rechts in der Ecke. Genau. So. Was ist denn? Haarschlammer! In Haarschlammer ist das denn? They see me rolling. They hate you. Wie dunkel das jetzt? Wie geht man nicht an? B gedrückt haben.